Meine Mutti hat nämlich ein neues Video hochgeladen. Eigentlich hast du es hochgeladen. Eigentlich habe ich es hochgeladen. Naja, klar. Ey. Hat nicht funktioniert. Die alte Trolla kommt ja nicht aus dem Tee. Die tut ja so, als wäre sie 90. Die sitzt zwar denn vorm Computer, aber wie versteinert. Muss ich machen? Enkel, kannst du mir das mal erklären? Ich bin der Alte hier. Na, das neue Video hochgeladen von einem neuen Bild, was er gemacht hat. Schaut es euch an. Lomi? Bleibst hier, ja? Wirklich? Nicht traurig sein, wenn du alleine bist oder so, ja? Luki? Komm, du musst dich anziehen. Los, Baby, zieh dich an. Jo, dann auf mal Tobias. Herr, Altbatterien wegbringen. Ja. Wow. Das ist nämlich kostenlos. Auf zum Müll, wieder mal. Ich finde es sehr schön, dass du mitgekommen bist. Danke. Ja, weil du kannst dich mal an die Schule gewöhnen. Ein bisschen. Aber du darfst dich nicht so Kasper-mäßig benehmen. Das darfst du nicht. Der Kasper darf mit sein. Oh, welche nervig. Computer, ey. Wir fahren jetzt ins Auktionshaus erstmal. Da liefern wir zwei, drei Sachen ein. So eine kleine Schuhkarton mit Papier habe ich mitgenommen. Bernstein-Konvolut und also nicht das andere, aber so drei Kleinigkeiten. Etwa noch. Ach, Ordner mit diversen Dokumenten und Erbe, Broschüren etc. So hat man. Ja, mal gucken, ob sie das annehmen und wenn nicht, dann kommt es halt wieder nach Hause in die Trödelbox. Und danach fahren wir zu BSR. So ist der Plan. Meine Tochter hier, die kriegt davon ja nicht mit, weil die spielt schon wieder bei diesem komischen Display-Ding. Tagebuch. Mein elektronisches Tagebuch. Eingetragen hat sie da noch nicht, wofür ein Tagebuch gut ist. Das weiß sie noch nicht, aber... Nein. Ja. So, meine Auktionsnummer habe ich abgeholt. Jetzt habe ich endlich wieder eine Auktionsnummer. Ja, finde ich gut. So, jetzt fahren wir zur BSR, die Batterien abheben. Da fahren die immer den ganzen Müll hin, den sie bei uns abholen, in der ganzen Stadt hier. Hier fahren sie hier hin, da rein, hier, da, da rein, da oben rein. Fahren wir jetzt hin. Jetzt die kleine Stelle für Leute, die privat kommen und ihren Müll so entsorgen. Moin, ich habe hier ein paar Batterien. Ein paar Batterien, ja. Ja. Nun, beide Schadstoffe bitte, ja, linke Seite. Schadstoff, alles klar. Können wir gleich was essen gehen? Jetzt fahren wir nach Hause zu Mama. Ja? Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen, jetzt weg. Anfang zu arbeiten, ganz simpel. Ach, guck mal, wer kommt denn da? Schreib noch. Kita. Kita? Welche Kita? Na ja, Kita. Sie war jetzt im Auktionshaus. Da sagt sie da, die eine, da, wo ich nochmal einliefer, wer ist da die, wa? Ja. Sie sagt, da, ihre, da geht nicht. Kita streikt. Kannst du ein Kind ja nicht wegbringen. Schule streikt auch wieder wegbringen. Das ist Papier, ja, Lehrer, Kita auch. Hat sich total reagiert drauf. Ja, schön. Unsere Tochter hatte gestern so eine allergische Reaktion. Hast du gesagt? Weil sie sich so eine
fettige, olle Kinderschminke, Dreckszeug in. Doch! Das war Familienlabello. Ein Ökolabello. Ein Ökolabello. Ja, der war anscheinend schlecht geworden. Ohne Konservierungsstoff. Klingt wie Ökolabello. Schlecht geworden. So sieht alles aus. Ich habe mir mal die Wohnung da angeguckt, in diese Loftwohnung da. Da wo er demnächst einziehen für 2,8 Millionen. 2,85 Millionen. Das ist noch ja nicht. Da kannst du durchs Haus durchgucken, komplett. Die haben die ganzen Etagen entkernt. Naja, da stand ja 2021, kannst du erst einziehen. Das sind 2 Jahre in der Zeit. Wahrscheinlich stimmt das nicht mal. 3 Jahre. Ja, wahrscheinlich verziehen. Naja, obwohl, wenn die verkauft sind, diese Buden, dann müssen sie. Ja, klar. Dann sie Bude für Bude. Ich mache so Bude für Bude fertig. Brauchen die erstmal Investoren. Service-Schrank liegt ja. Ja, das wäre schön, wenn wir uns das leisten könnten. Ne? Das ist direkt gegenüber fast von der Schule. Also wirklich, da kannst du auf die Schule rufspucken. Von da oben. Ich meine, es war weit genug entfernt wegen dem Kinderlärm. Ja, Straßenlärm hast du dafür. Na, Bulli, den kriegst du da oben ohne mehr mit. Das ist überwunden Zug. Ein laues Lüftchen. Nee. Aber ich hab dort nur den schnellen Weg nach unten. Von da oben. Jo, ich schick mal alles aus hier gerade bei eBay, bei Ebi, ob es da neu gibt, und bei YouTube. 6 Aufrufe. Hallo Marlies, die ist dir echt gut gelungen. Vielleicht solltest du eine Zeichnung bei jemandem einreichen. Vielleicht ergibt sich ja eine neue berufliche Perspektive. Zweites Standbein. Wisst ihr, wo Ketzapi ist? Ich wünsche dir viel Erfolg. Wer schreibt das von deinen bestimmt? Patrick, ja. Haben wir überhaupt Ketchup? Leider schon. Wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Hab den Mut, was Neues zu wagen. Ja, dann mach doch mal. Danke. Siehst du? Sagen die anderen auch schon. Hab den Mut, was Neues zu wagen. Was macht sie? Oh, ich muss mal sehen. Ja, ich habe ja nur Absagen gekriegt. Ich habe schon mal was geschickt. Ja, du hast Absagen gekriegt, weil du nicht weiter dich beworben, nicht hartnäckig genug warst. Du musst einfach so, als wäre nichts passiert. Sag einfach, meine neue Geschichte ist fertig. Vielleicht habt ihr da mal Interesse. Bam, wieder bombardiert. Zack. Der baut das wirklich auf. Also immer schön fleißig kommentieren. Seid so gut. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Baut mal meine Frau ein bisschen mit auf. Weil wenn ich hier was sage, ist das alles lange nicht so viel wert. Ihr könntet... Was weiß ich was sagen? Sag ich ja schon. Aber ist lange nicht so viel wert, wie wenn sie Lob von wem anders bekommt. Aber echt. Obwohl sie ja auch echt natürlich, obwohl sie ja auch eine Verlegerin hat sie ja oder eine Autorin hat sie ja sogar in ihrem Fankreis schon drin bei Instagram. Jetzt gucke ich erstmal bei eBay, ob sich da was getan hat tatsächlich. Hermes ist teurer geworden. Hermes ist teurer geworden. 50 Cent, das gibt es ja 51 sogar, 3,99 Euro. Jetzt kostet es 4,50, das ist eine Frechheit. Keiner sagt mir Bescheid, müssen sie mir Bescheid sagen. Du bist ja Kunde. So, ich stelle jetzt wieder mal ein. So langweilig kann das Leben sein. Hier. Hat uns gefallen, da passt alles. Das Bild und auch die Präsentation. Danke. Ja, danke. Ich freue mich. Leider. Bin ich trotzdem schlecht. Depressiv. Depressiv, Marlies. Ist am Start. Neue Nachricht, Perry Rhoden. Ich gucke rein, ich bin ganz hier gespannt. Ich habe jetzt gemeldet wegen... Hast du ihn gemeldet? Also er hat geschrieben, ich habe ihn gemeldet als nicht bezahlten Artikel, den Artikel, weil der Artikel nicht bezahlt wurde, ist ja klar, muss ich machen. Daraufhin hat er geschrieben, weil er jetzt Angst hat. Also erstens, man überliest es nicht bei der Anzeige, man überliest einfach nicht, dieses fett rot geschriebene überliest man nicht. Das geht nicht, ja. Nur an Selbstabholer. Und der hat einen bindenden Kaufvertrag, das ist nicht eBay Kleinanzeigen, das ist eBay. Ja? Und wenn ich bei eBay, das ist wie eine Auktion im Auktionshaus, wenn ich mich im Auktionshaus so verhalten würde, wie viele Leute das offensichtlich auch bei eBay machen, dann fliegst du da raus, dann kannst du da nicht mehr teilnehmen. Also dann macht er das einmal mit und vielleicht und sagt aus Kulanz, ja okay, dann zurück erstmal und oder an unterlegenen Bieter, aber dann kann man das eben gleich regeln. Ne? Dann sagt er, ah nee, ich habe jetzt ihr Boot nicht gültig. Passiert auch mal. Ich gehe auch in Auktionshäuser, passiert auch, aber dann
Ja, dann wird er verwarnt, dann wird gesagt, nee, dann lass den Arm unten und ansonsten zählt er. Zack, fertig aus. Ne? Ja, und bei eBay kann man offensichtlich machen, was man will als Käufer. Man kann bieten, einfach dann nicht abnehmen oder was auch immer. So, daraufhin hat er jetzt geschrieben, dass ich ihn gemeldet habe, hat er geschrieben, es sind über 500 Kilometer, denn ich komme aus der Eifel, Rheinland-Pfalz, und nur wegen der Hefte mache ich nicht so eine Strecke. Wie auch immer, ist kein Problem, muss er auch nicht machen, weil es ist ja, wenn nicht, dann ist es halt so. Bei eBay kann man es Gott sei Dank rückgängig machen, aber man kann es eben nur kurios rückgängig machen, indem man dann das storniert. Der Käufer sagt, er will es nicht, warum auch immer, er will es zurückschicken. Jetzt muss er mir das zurückschicken. Nur hat er aber noch ja nicht abgeholt, also kann er ja gar nicht zurückschicken. Er hat es ja auch gar nicht bekommen, ich habe es ja gar nicht abgeschickt. Also kann er mir nicht zurückschicken, das ist schon das erste Problem. Ich muss ihm aber eine Adresse bestätigen, wo er es hinschicken kann. Das hat er gemacht. So, er könnte jetzt weiter der nächste Schritt. So, wenn es dann hier bei mir angekommen ist wieder, was ja gar nicht unterwegs ist, was ja immer noch bei mir im Keller liegt sozusagen, diese Ware, dann, nach Prüfung dieser Ware, muss ich ihm den Kaufpreis erstatten. So, der Kaufpreis ist aber gar nicht bezahlt worden, weil er muss es ja eigentlich hier abholen und beim Bar bezahlen, sozusagen. Oder eben überweisen aufs Konto. Das hätte er ja schon per PayPal bezahlen können gleich. Das hätte er gleich machen können. Dann hätte ich ihm zurückerstattet und gut, hat er aber nicht. Trotzdem bleibt bei mir die Last sozusagen hängen, dass ich das ihm erstatten muss. Und nachweisen muss, dass es erstattet wurde. Da es aber noch nicht bezahlt ist, muss ich es als nicht bezahlten Artikel melden. Ganz simple Geschichte. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt habe ich ihm geschrieben, guten Tag, ist doch kein Problem. Ich muss es dennoch als nicht bezahlt melden, da es ja noch nicht bezahlt wurde. Und ich ansonsten bei der Rückabwicklung des Geschäftes Ihnen den Betrag, den Sie aber wie gesagt noch nicht bezahlt haben, zurückerstatten muss. Ist von eBay aus eben nur so machbar. Also keine Bange, alles gut. Werde die Hefte einfach noch ein drittes Mal einstellen. Gruß. So, fertig. Und ich hoffe, das ist jetzt erledigt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Die stehen auch in der Garage mittlerweile, die Hefte. Keine Ahnung. Ich werde die nächste Woche, also wenn sich da keiner gemeldet hat, liefere ich die nächste Woche bei Bayer ein. Und dann ist gut. Dann habe ich 7, 8, 9, 10 Kisten und bei Bayer bringen die vielleicht 500 oder so einen Scheiß oder wenigstens mein Geld oder so. Werde ich sehen. Wir werden mal dranbleiben an dieser richtig spannenden Perry-Roden-Story. Also das ist ja schon wirklich unglaublich. Diese Hefte habe ich gekauft für 250 Euro. Habe sie das erste Mal verkauft für, jetzt sind sie glaube ich für 1 Euro weggegangen. Und der Typ hat sie nicht abgeholt. Hat mich ja hingehalten zwei Monate lang. Beim zweiten Mal sind sie jetzt für 86 Euro verkauft worden. Und der Typ holt sie nicht ab. Dann habe ich Angebot an unterlegenen Bieter gemacht. Der hat erst ja gesagt, aber dann hat er gesagt, er ist krank. Also ich muss ihm helfen beim Einladen, weil er ist ein bisschen krank. Ich sage, ist kein Problem, kann ich machen. Danach hat er geschrieben, seine Frau ist krank. Das ist auch kein Problem, also er muss jetzt mal auf Reha oder so. Nachdem er das geschrieben hat, kam die nächste Nachricht, das Auto ist kaputt. Lichtmaschine. Alles schon gehört. Ich hatte auch schon Todesfälle, weil jemand nicht abholen kam. Also war auch schon, ja, Todesfall in der Familie. Ja, Intensivstation und so. Habe ich alles schon gehabt. Jetzt ist also er krank, Frau krank, Auto kaputt. Richtiger Pechvogel. Kann alles passieren, kann alles sein. Okay, er kümmert sich um ein neues Auto, er meldet sich. Wenn er sich aber nicht meldet bis Sonntag, dann sind die Dinger nächsten Mittwoch, im Auktionshaus. Und ich schwöre euch, da laufen die Dinger besser als 86 Euro. Das brauche ich auch. Das ist totaler Quatsch. Ich fahre einfach hin, liefere die Dinger ein und fertig ist. Ja, das ist die Perry-Roden-Story. Die Perry-Roden-Story. Da könnte ich einen extra Vlog draus machen. Also wirklich nur über eBay. Neues Interessantes von eBay. So, Perry-Roden-Sammlung weg. Interessiert mich alles nicht. Also gute Stellen. Ja, heute auch wieder einen ganzen Tag. Ganzen Vormittag zumindest jetzt hier gesessen. Jetzt ist es ja schon 2:30 gleich. Bis jetzt habe ich gesessen, fotografiert und eingestellt. Das ist mein Alter. Jetzt stelle ich die Uhr noch ein. Das ist eine vollgoldene Uroga 585 oder so. Mal schauen. Ja, 14 Karat 585.
Mittelmaßuhr. Also könnte man auch als Herr tragen, aber heutzutage will man ja mal so eine Riesendinger tragen. Früher war es geil als Herrenuhr, wird wohl jetzt als Damenuhr durchgehen. Ja, ich schreibe die Maße auf und kloppe drin. Ab jetzt ist Kinderzeit. Gestern habe ich das auch schon gemacht. Ich habe dann mit meinen Kindern gespielt, abends. Lange. 2 Stunden bestimmt. Das ist Luxus bei uns, sich so viel Zeit zu nehmen. Aber es war schön, hat Spaß gemacht. Werde ich heute auch machen. Ich werde jetzt ein bisschen mit Lumen spielen. Und nachher, wenn Anouk kommt, werde ich mit Anouk üben. Schule. Guck mal, wir haben eine schöne Landschaft aufgebaut hier. Ja, Papi hat auf jeden Fall die schicken Häuser hier gebaut. Und ich habe diese schönen Ecken hier gebaut. Ja. Die müssen wir anscheinend noch anbauen, wenn es liegt. Auch noch anbauen. Oh, der Luftaktivator. Mensch, ich vergesse auch alles, wirklich. Ich bin alt. Ich bin einfach der Papa. Ich bin der Papa, bin bald schon Opa. Oh. Oh. Du reicht's aber jetzt. Oh. Oh, spielen ist ja auch anstrengend. Oh. 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 Wer ist das jetzt? Ach. Ich möchte nur ein Grüßlich sagen. Ja, hallo? Weil du diese schließen. Ja. Hallo, ah, du machst noch die Fotostories. Ich mache immer noch Fotostories. Ich gucke manchmal. Ja. Und unseren Film hat Erfolg, sozusagen. Finde ich auch. Weiß ja. Nicht, wie viel Zuschauer, 5000 oder so. Ja, 6000 glaube ich mittlerweile. Ja, ist gut. Hallo, liebe Leute. Es gibt Jan, der liebe Jan, nochmal in Berlin, 4-5 Tage. Auf für 5 Tage nur? Berlinale? Ja. Ah, okay. Hast du was? Hast du auch was bei der Berlinale? Jetzt, dieses Jahr kein Film. Ich besuche Filme und jetzt gehe ich in die Berlinische Galerie auf die Ausstellung November. Okay. Freiheit im 1919 ja. Gab es die Revolution, ja. Sogar in Kunst und auch in Politik. Ja, immer Revolution. Ja. Ei, 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 ei. Ja, nee, ich bin offen ab nächsten Monat. Also jetzt hast du Feierabend. Genau, jetzt bin ich bei Monat. Genau, bei Monat jetzt. Ich mache ein bisschen Internet und so. Optionen. Ja, ein bisschen über die Runden kommen. Ne? Also Verdienst ist schwierig, aber man kommt über die Runden. Besser als im Laden. Im Laden ist nichts los und das ja. Ist besser so. Ich möchte nur grüß dich sagen. Ja, danke. Danke nochmal für die Kooperation. Ist ja, das kein Problem. Ich habe mich gefreut. Ja, ja, mich auch. Liebe Leute, zuschauen Sie Kanal von Tommy, weil jedes Tag etwas ist passiert und das sind genau. Hier eine zufriedene, erfolgreiche Deutschkorn-Familie. So sieht's aus. Ich sage. Ja. Wo wohnst du jetzt? In Prag. Nein, ich meine jetzt hier in Berlin. Hier im Friedelstraße, im Airbnb. Ah, okay. Sehr gut. Also Anouk, ciao. Anouk ist gar nicht hier, das war Lumen. Ah, Lumen, sorry. Sehr guten Namen. Super, ich freue mich. Tommy, mich auch. Und wir sehen uns bestimmt nochmal. Vielleicht. Nächstes Jahr Berlinale, vielleicht hast du... Genau. Ciao. Ciao, ciao. Na Mensch, wer war denn das? Der Jan Strachowski. Das ist ja schön. Berlin, ja? Ja, für die Berlinale. Ah. Na, er ist ja Dokumentarfilmer, ne? Also... Ist ja heute, gestern, vorgestern. Aber dann fährt er wieder zurück. Genau, dann geht er noch auf die Ausstellung Novemberrevolution 1919. Und dann ist er wieder weg. Ja, schön, dass er mal vorbeigeschaut hat. Ja. Fand ich gut. Das war der Jan. Hast du den erkannt? Hast du gar nicht mitbekommen, wa? Der letztes Jahr die Dokumentation gemacht hat über den Laden. Der gefilmt hat mit der Kamera. Eieiei, wie du mit den Fingern, wie du schneidest. Kann ich dir das mal zeigen? So, so. Genau, so. Vorsicht! So, da hege ich meine Tochter abholen zur Kita jetzt. So, ich bin wieder zu Hause und jetzt gucken wir mal hier. Guten Abend, meine lieben Leute. Es ist jetzt bereits 21.30 Uhr.
Ich habe jetzt gerade fast fertig geschnitten den Vlog und da haben wir noch vergessen ab. Das ist unglaublich. Dann fängt man 21.30 Uhr an zu labern und die ganze Zeit ist Ruhe und Stille. Und jetzt ist hier Theater. Bitte, bitte auch nicht. Also ich habe einfach vergessen, mich von euch zu verabschieden. Ich habe nämlich jetzt gestern noch ein Video. Entschuldigt, ist schon spät. Ich habe heute noch ein Video gedreht über Omega-Fälschung. Das ist leider vom Bild her absolut gar nichts geworden, weil dazu ist die GoPro nicht geeignet. Und muss das Ganze morgen nochmal drehen. Deswegen habe ich heute ja nicht so viel Material. Und verabschiede mich relativ früh im Vlog von euch, früh am Tag von euch. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Jetzt habe ich nämlich gerade geschnitten, also den Ton halt geschnitten. So habe ich jetzt mein Drehbuch sozusagen. Jetzt wahrscheinlich das einzige Video, was dann nach Drehbuch laufen wird. Ich möchte mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht das gut, bleibt dran. Die Periroden-Story geht weiter. Hoffe ich doch, dass das noch in die nächste Runde geht oder so. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es irgendwann dann einfach beendet. Die das Omega-Fälschungsvideo kommt irgendwann auf den Kanal. Also wen es dann nicht interessiert, das ist, wie gesagt, da geht es wirklich nur um eine Armbanduhr. Und das ist ja mein großes Hobby. Armbanduhren noch, Fahrräder, Armbanduhren und Antiquitäten. Das ist ja wirklich. Und da mache ich gerne so ein Video auch drüber und versuche das auch ein bisschen mit einzubringen. Also wen es da nicht interessiert, müsst ihr einfach nicht gucken. Seid nicht sauer, ich werde auf diesen Kanal alle hochladen. Ich will nicht noch einen Kanal und noch einen Kanal und noch einen Kanal aufmachen, sondern ich möchte einfach gerne alle, was ich gerne machen möchte für Videos, möchte ich auch gerne hier auf diesem Kanal veröffentlichen, ohne dass ihr mir das vielleicht auch übel nehmt. Das wäre echt nett. Also wen es interessiert, der guckt sich das an. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Wollte ich nur sagen, ich wollte mich von euch verabschieden, deswegen wollte ich das nicht so abrupt enden lassen. Macht es gut, wir sehen uns, ja, und haltet die Ohren steif, denkt dran, schön abonnieren, denkt dran, schaut bei Marlies auf dem Kanal vorbei, auf alle Fälle, und gebt ihr so ein bisschen Support oder so, ja, und klopft ihr auf die Schultern mit einem schönen Kommentar oder so, dass er das gut gemacht hat und dass er gut malen kann. Sagt ihr das ruhig, das braucht die Frau. Die ist gerade ein bisschen niedergeschlagen, ja, wisst ihr, so ein bisschen familiär und so, aber deswegen, also, macht es einfach. Schaut vorbei bei Berlin Art, heißt der Kanal. Müsst ihr aber nach Kanal direkt suchen oder ich weiß ja nicht, wie man das sonst findet. Berlin Art, da ist so ein Fuchs im Logo. Schaut es euch an und abonniert und gebt Daumen hoch und all den ganzen Scheiß da. Das brauchst du. Also, bis dann. Ciao, euer Tommy.